Du interessierst dich für Fußball und möchtest damit vielleicht sogar Geld verdienen, dann zeige ich dir im heutigen Video zwei Möglichkeiten, wie das geht. Und ich zeige dir das am Beispiel Borussia Dortmund, aber es gibt natürlich auch andere Fußballclubs, bei denen das möglich ist. Und zwar geht es um Fußballclubs, die an der Börse notiert sind. Also neben Borussia Dortmund ist das, glaube ich, Lazio Rom zum Beispiel, aber auch verschiedene andere. Das kannst du selber mal rausfinden, wenn du möchtest. Wir kümmern uns hier um den BVB. Für mich als Westfalen natürlich eine Herzensangelegenheit. Bevor wir da in die Details gehen, hier einmal der Disclaimer, check das aus, liest dir das durch und dann sind wir da rechtlich safe. Ist keine Finanzberatung natürlich, aber ich finde Borussia Dortmund natürlich erstmal so spannend, aber ich finde eben auch die Anlagemöglichkeiten spannend. Also als einer der wenigen Clubs hat der BVB eben Aktien herausgegeben und naja, über das Businessmodell von Borussia Dortmund muss ich glaube ich nicht viel sprechen, ist ein Fußballclub und abhängig davon, wie der Club performt, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich, verändert sich der Aktienkurs. Das ist, glaube ich, relativ einfach zu verstehen. Und wir sprechen dann jetzt mal über die Borussia Dortmund Aktie. Ich kaufe alle meine Aktien bei Trade Republic. Da ist ein Einladungslink in der Infobox, den du gerne benutzen kannst. Wenn du den benutzt, bekommst du einen Bonus. Die ändern die Boni ständig. Als ich das letzte Mal geschaut habe, konnte man bis zu $200 bekommen, abhängig davon, wie viel man selbst investiert. Manchmal bekommt man auch irgendwie eine Fraction von einer Aktie, gibt verschiedene Möglichkeiten. Auf jeden Fall bekommt man irgendeinen Bonus. Das heißt, selbst wenn du schon bei irgendeinem anderen Broker bist, macht es durchaus Sinn, auch bei Trade Republic zu sein, einfach um den Bonus abzugreifen. Gucken wir mal in die BVB-Aktie rein. Ich selber bin da im Augenblick noch nicht investiert. Ich beobachte sie gerade, aber würde mich sehr freuen, wenn du mir mal in die Kommentare schreibst, was du von der BVB-Aktie hältst. Ist es etwas, wo du sagst, okay, ja, da sollte man jetzt rein investieren oder eher nicht? Was man hier sieht, was ich super spannend finde, ist dieser Peak. Das war halt hier kurz vor der Meisterschaftsentscheidung Ende dieser Saison, wo es so aussieht, als würde Borussia Dortmund Meister werden. Da ist der Kurs mal richtig nice von ungefähr 4,50 auf 5,50, 5,80 sogar hochgeschnellt. Naja, und dann halt runter, weil keine Meisterschaft. Das war ein bisschen bitter. Trotzdem ist der Kursverlauf über das Jahr hinweg sehr, sehr solide. Also es ist ein sehr, sehr positiver Kursverlauf, kann man wirklich gut mitleben. Auch die Analystenmeinung sieht positiv aus, allerdings ist das Ganze nur von einem Analyst gecovert, aber der sieht den generellen Kurs bei 5,40 Euro. Also da ist offensichtlich ein gutes Potenzial drin. Die haben auch 2017 und 2019 Dividenden ausbezahlt, in den letzten Jahren nicht mehr, würde ich ehrlich gesagt auch nicht mitrechnen. Generell ist, glaube ich, aber der Ausblick für Dortmund für die nächste Saison sehr positiv. Die ganze Entwicklung des Clubs ist sehr positiv, insbesondere wirtschaftlich. Also das Konzept, junge Talente zu kaufen und dann teuer zu verkaufen, so wie jetzt gerade Bellingham für 100 Millionen an Real Madrid, ist wirtschaftlich mega interessant und gibt der Aktie auf jeden Fall Aufschwung. Ich glaube, diesen kleinen Peak, den wir jetzt hier gerade auch gesehen haben, wieder ist vom Bellingham-Deal. Insofern sehe ich da wirklich, wirklich gutes Potenzial. Andere Möglichkeit, um mit Fußball, nicht nur mit Borussia Dortmund, aber auch Geld zu verdienen, ist Sorare. Ich habe Sorare schon ein paar Mal auf diesem Kanal vorgestellt. Hier findest du meine Videos, wo ich beschreibe, wie Sorare funktioniert. Check die gerne aus, wenn du dich generell dafür interessierst. Hier sind mal die Karten von Borussia Dortmund. Das heißt, du kannst dich für Borussia Dortmund sozusagen interessieren und dann die Karten der Spieler kaufen, NFTs. Das sind NFT-Karten. Und die kannst du dann spielen lassen, wenn Borussia Dortmund spielt und die Mannschaft gut spielt, gibt es Punkte. Und je mehr Punkte es gibt, je mehr Rewards bekommst du. Wie gesagt, das habe ich alles in meinen Sorare-Videos im Detail erklärt. Check das da auf jeden Fall aus. Und wir haben mittlerweile auch eine eigene Krypto-Westfale Sorare-Liga. Wenn du da mitmachen möchtest, sag mir auch gerne Bescheid. Wenn du dich für Sorare anmeldest mit dem Link in der Beschreibung, das ist der zweite Link, dann kannst du in der Auktion 5 Spieler kaufen, zum Beispiel die hier. Und wenn du das tust, dann bekommst du eine Gratiskarte dazu. Das kann sich also auch nochmal durchaus lohnen. Und ja, wir sehen hier sehr unterschiedliche Preise. Der Torwart ist üblicherweise sehr teuer. Hier mit 80 Euro, 85 Euro, das ist jetzt in der Auktion. Das wäre sogar noch ein ziemlich guter Preis. Ich nehme an, der wird jetzt nochmal ein bisschen steigen in den nächsten 30 Minuten. Aber das ist natürlich auch spannend, diese Auktion mitzumachen. Ist etwas, was ich sehr gerne mache, wo ich viel Spaß dran habe. Modest ist sehr, sehr preiswert. Der wird den Club ja auch verlassen. Je nachdem, wo er hingeht, kann das ein guter Deal sein. Also wenn man den jetzt für 3 Euro bekommt und der geht irgendwie zu einem französischen Zweitligisten, ist da Stammspieler und scoret richtig nice, dann kann sich das durchaus lohnen.
Ja, Reus und Hummels sind hier jetzt, Hummels sind ja für solide Preise. Da kann man sich ein schönes Team zusammenbasteln. Wichtig ist, das gilt natürlich nicht nur für Borussia Dortmund, sondern für jeden anderen Club, den du vielleicht spannend findest. Also würde mich freuen, wenn du dich für Sorare interessierst und in unserer Liga auch mitmachen möchtest, dann schreib mir gerne einfach auf Telegram. Kontakte sind in der Infobox und dann können wir da vielleicht bald gemeinsam Erfolge feiern oder auch nicht, je nachdem, wie es läuft. Und das war's für heute dann schon. Danke für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.